Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 Ranked News Update. Nachdem ich gestern schon zwei Ranked Info-Videos rausgehauen habe, die extrem gut ankamen, gab es kurz nach Release des zweiten Videos am frühen Abend noch weitere offizielle Infos von EA mit der Beschreibung für das Ranked Demotion, quasi die Abwärtsdegradierung, wie die Punkteverteilungen funktionieren, Kills, Killcap und so weiter. Also das sind alles Sachen, also alles, was ich gestern in den Videos erzählt hatte, passt soweit, aber ich habe exakte Beschreibungen zu gewissen Sachen und ein, zwei Sachen, die sehr interessant sind, die richtig geil für Ranked sind, von denen wir vorher nichts wussten. Nochmal betont, im Bezug auf die letzten beiden Videos, schaut ihr euch trotzdem an, denn ich gehe hier wirklich nur grob auf die Änderungen ein, erkläre aber nicht alles, wirklich nur noch das, was unklar war, erkläre ich jetzt genau und die beiden Sachen oder drei Sachen, die jetzt noch dazukommen, die extrem interessant sind, füge ich noch hinzu. Also schaut die letzten beiden Videos unbedingt. Ihr seht es auf jeden Fall am Thumbnail, fettes Ranked Change Gedöns. Könnt ihr nicht verpassen, ich verlinke es auf jeden Fall. Wir fangen direkt an. Es wurde danach gefragt, wie das Level, also das Kill Gap ist. Es war ja jetzt in der aktuellen Ranked Season so, dass wir maximal 6 Kills, 6 Assists oder eine Mischung aus beiden machen konnten, um die maximale Punkte zu erreichen, wenn dann noch ein Sieg bei rumspringt. Das gibt es nicht mehr. Ihr könnt so viele Kills machen, wie ihr wollt. Jeder Kill zählt. Allerdings, und die Punkteverteilung steht hier nicht klar beschrieben, es wird so sein, dass wir anfänglich für die ersten paar Kills ordentlich Punkte bekommen und je mehr Kills wir machen, desto weniger Ranked Punkte bekommen wir. Irgendwann ist wahrscheinlich mal Schluss. Also es ist wahrscheinlich selten, dass jemand da 10, 20 Kills rausballert und da noch extrem viele Belohnungen bekommt. Aber es scheint so, als würden wir eine gewisse Grenze an Ranked Punkten nach oben jetzt überschreiten im Vergleich zu diesen letzten vielen Ranked Season, was ich auf jeden Fall eine feine Änderung finde. Und so wird auf jeden Fall jeder Kill belohnt. Bei nach 6 Kills oder 6 Assists hättest du dich theoretisch zurücklehnen können, was natürlich Käse ist. Dann etwas, was ich extrem geil finde, der Kill-Assist-Timer wurde verlängert von 10 Sekunden auf 15 Sekunden. Das heißt, wir haben jetzt 5 Sekunden mehr Zeit, wenn ein Gegner gekillt wurde und du den angehittet hast, aber ein Teammate hat den gedownt, dann hattest du in dieser Zeit 15 Sekunden, kriegst du deine vollen Assist-Punkte. Und was auch dazu kommt, das ist extrem genial, solltest du gerade einen Gegner downen, der aber kurz danach wieder aufgehoben wird von seinem Teammate, und dein Team killt den aber flott wieder, bekommst du trotzdem die Ranked-Punkte. Wie genau der Timer aussieht, wie viele Sekunden dazwischen vergehen, es wird auf jeden Fall so ein bisschen refreshed, damit du auch deinen Assist oder eben den Kill bekommst. Es muss trotzdem relativ flott passieren, aber der Kill oder der Assist geht dann auf jeden Fall nicht flöten, wenn er vorher hochgehoben wird und dann wieder gedownt wird. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Änderung, wie ich finde. Weiter im Text, jetzt muss ich gucken, ob das hier beschrieben ist. Das ist auch eine weitere Änderung, von der wir vorher nichts wussten. Die begrüße ich definitiv extrem. Du musst nicht mehr zwingend selber Kills oder Assists machen, um Ranked-Punkte zu kriegen. Es reicht das bloße Teamspiel in Anführungszeichen. Habt ihr einen guten Spieler dabei, der ständig der Riesenrucksack ist, in den ihr euch reinsetzt, kommt mir irgendwie bekannt vor, dann werdet ihr dafür belohnt. Also gutes Teamplay in dem Sinne wird belohnt, indem dein Teammate den Kill macht. Du hast überhaupt nichts dazu beigetragen, du bist einfach nur da. Dann bekommst du 50%, wird beschrieben. Es kann sein, dass es auch ein bisschen weniger ist oder wird, aber du wirst um die 50% der Ranked-Punkte für diesen Kill bekommen. Ganz wichtig, du musst am Leben sein. Bist du tot, bist du schon aus der Runde raus, kannst nicht mehr gerespawnt werden oder so. Oder du bist allgemein gedown, könntest vielleicht noch gerespawnt werden. Dann bekommst du keine Punkte. Du musst schon aktiv noch im Spiel drin sein. Heißt ja Teamplay. Also wenn du down bist, komplett tot, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass du die Rankpunkte bekommst. Eine richtig, richtig fette Änderung. Also Felix, ab in deinen Rucksack. Oder wie viele Mates ich noch habe, die deutlich besser sind als ich. Mattes und Co., ihr wisst Bescheid,
jetzt gibt's richtig fette Ranked-Punkte, das als kleinen Witz. Dann geht's weiter. Wir haben. Was haben wir noch? Ach so. Der neue Ranked-Tier, quasi der Rookie-Tier. Es ist uns nicht möglich, das ist jetzt quasi beschrieben, es ist nicht möglich, in den Rookie-Tier hinabzusteigen, wenn wir schon mal Ranked gespielt haben. Das heißt, der Rookie-Tier, der Anfängerrang, ist wirklich nur für Anfänger. Wenn du dann irgendwann Bronze bist, die Season ist vorbei, du wirst nicht in den Rookie-Tier zurückgestuft, wenn du da einmal raus bist und du kommst da als aktiver Ranked-Spieler, bevor das jetzt eingeführt wird, kommst du da auch nicht rein, es sei denn, du hast einen neuen Account. Von Smurfern ist hier nicht die Rede. Sind wir mal gespannt, ob da noch irgendwas dagegen getan wird. Und im Allgemeinen wird ja auch nochmal beschrieben, hier genau wo mein Finger ist, jede Klasse wird um 200 RP erhöht, sodass wir mehr Rankpunkte im Endeffekt brauchen. So, weiter im Text. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe mir nämlich ein bisschen was aufgeschrieben, was hier nicht in den Bildern mit beschrieben wird. Die Belohnungen. Wenn Tier-Demotion, wir gehen erstmal auf Tier-Demotion ein, also quasi das Downgraden, wenn wir es verkacken. Es gibt einen gewissen Schutz. Haben wir zum Beispiel gerade Platin 1 verlassen und werden Dia 4, haben wir 3 Runden Zeit, Ranked-Punkte zu generieren, um über Dia 4 mit ein paar Punkten drüber zu kommen. Das heißt, wenn ich 3 Runden verkacke, werde ich nicht automatisch gleich wieder auf Platin 1 degradiert. Sollte ich aber die 4. Runde hintereinander auch komplett verkacken, dann wirst du heruntergestuft um 50%. Der, hier wird es beschrieben, wenn du zum Beispiel von Master auf Diamant 1 zurückfällst, wirst du um 50% zurückgestuft. Quasi brauchst du dann wieder 50% der kompletten Dia 1 Ranked Punkte, um wieder in Master hineinzukommen. Das heißt, mit der nächsten Runde, wenn du die 4. verkackt hast, musst du erstmal wieder ein bisschen hochklettern und bist quasi nicht mit dem nächsten Win automatisch wieder in Master drin. Sollte verständlich sein. Also theoretisch kann es auch noch weiter runter degradiert werden. Von mir aus auch in Gold oder Silber, da hast du nicht gesehen. Hier steht auf jeden Fall keine Grenze beschrieben. Finde ich eine absolut geile Änderung. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch die Frage auf und die werde ich gleich noch klarstellen. Solltet ihr Dia erreicht haben und ihr fallt kurz vor dem Split oder kurz vor Ende der Season aber auf Platin zurück, bekommt ihr trotzdem die Belohnung für die höchste Stufe, die ihr erreicht habt. Also wenn ihr Dia erreicht habt und fallt dann runter, bekommt ihr natürlich euren Dia-Schweif, euer Dia, keine Ahnung, Charm und so weiter und so fort. Oder jetzt ist es ja ab Gold, glaube ich, war es. Ist es ein Waffenskin tatsächlich? Ist es kein Waffencharm, es ist ein Waffenskin, den wir bekommen. Welcher das ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Ich denke, jetzt habe ich wirklich alle Ranked-Änderungen beschrieben, erzählt, wenn auch vielleicht nicht ganz so verständlich für jeden, könnte sein. Ich hoffe aber, dass ich es für fast jeden so verständlich wie möglich erklärt habe. Das war es jetzt von mir. Wie gesagt, wenn ihr die letzten beiden Videos von gestern mit dem ganzen Ranked-Spaß verpasst habt, dort erzähle ich noch eine Menge mehr über Punkteverteilung, Kosten pro Runde und so weiter. Da hat sich eine Menge getan. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.